Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir sind immer noch hier in dem Wald. Wir wollen es nämlich abschließen, aber erstmal muss ich die Glühwürmchen verprügeln. So, die sind jetzt tot. Ging auch recht schnell. Ich bin dafür, erst unten zu gucken. Ich glaube, ich brauche gleich wieder das Sonar. Ach, schon wieder Glühwürmchen. Ein Moment. Und tot. Ich habe einen Kristallsplitter bekommen. Ah, die Glühwürmchen, die machen auch Licht. Ich denke mal, die haben auch die Sonarfähigkeit. So, Skills. Was geben wir dir jetzt? Jeder angeflößten zusätzlichen Treffer aus und... Ja komm, beim Zufügen eines Debuffs. Der macht so viele Debuffs. Zip ist der Debuff-King. Ein blaues Juwel. Und Kristallsplitter. Okay, dann sehen wir uns jetzt auf dem Weg nach oben. Und da sind wir auch schon. Okay, hier muss ich Fackeln entzünden. Hallo, du sollst die anmachen. So. Ein Skilltrank. Gewährt einen Skillpunkt. Wir wissen natürlich, wer den kriegt, ne? Ausnahmsweise diesmal Sven. So, Massentrank habe ich auch noch bekommen. Sven kriegt jetzt endlich mal den Angriffsschild. So. Ich denke mal, hier komme ich nicht hoch, ne? Egal, wie sehr ich mich anstreng. Ich kann versuchen, mir ein Steinhindernis zu machen. Aber dadurch komme ich auch nicht hoch genug. So, Leute. Ich bin jetzt da, wo ich hin wollte. Yannick hat unterwegs ein Level-Up gemacht. Also gönnen wir ihm natürlich erst einmal. Was mache ich denn? Stärke bei dir... Komm, ich gebe dir den zweiten Blattschnitzer. Außerdem habe ich unterwegs noch von diesem Maulwurf ein Ei bekommen. Und mir fällt auf, ich habe Sherpa bisher noch gar nicht bei mir drin gehabt, obwohl er eigentlich ein Kollege ist. Deswegen Sherpa go! Du darfst ein Maulwurf sein, auch wenn du eigentlich bei dir selber ja ein Wolf sein willst. So, und jetzt darf ich bei dir Skillpunkte verteilen. So, erstmal alle Techniken natürlich. Bluten. Für ihn habe ich schon gesehen, dass es bei ihm eine krasse Fähigkeit ist. Rache würde ich gerne immer haben. Erdbeben und Schreddern. Das ist noch eine gute Fähigkeit. Kritischer Boden. Und machen wir die Feuerklauen noch. So. Jetzt ist Sherpa auch endlich dabei. Und ich darf wieder Monster killen. Und tot. Und wieder hat jemand ein Level Up. Was gebe ich dir denn jetzt überhaupt? Na kam Blitzlevel nützt überhaupt nichts. Der ist schwach wie sonst was. Und Schnitt hat auch keinen... Rache wollte ich dir schon ewig lang beibringen. Jetzt fällt es mir wieder ein. So, wo gehen wir denn zuerst? Hier scheint ein riesiges Labyrinth zu sein. Machen wir das dann zuerst. Ich darf wieder Monster killen. Kampf besiegt. 3 Level-Ups. Keine Beschwerden meinerseits. Ich hole mir jetzt endlich mal die Luftsicher, damit ich die Fähigkeiten hier habe. So, was geben wir dir? Eine bessere Spektralflamme? Nee. Komm, der hat schon so eine hohe Frostchance. Und Dave?
Ja komm, bei dem machen wir endlich mal die Feuerschläge besser. Was ist hier rechts? Oh, der hat Krallen. Ja, dann brauche ich den Maulwurf eigentlich gar nicht. Okay. Ich suche so die Fackeln. Entzünde sie. Wäre schön, wenn du deinen Job auch machst. Na gut, wenn er die Fackeln angezündet hat, sehe ich eh besser. Ist hier noch eine Fackel? Nö. Die Fackeln sind einfach nur so zum Anzünden da. Okay, das so nah brauche ich nicht mehr. Hier links ist offenbar auch was zu mitnehmen. Offenbar im Festungsdungeon kann ich hier was öffnen. So, dann klettern wir hier mal. Ein Skill Resetter. Ah, okay, dann hätte ich vom Dungeon aus hier hingekonnt. Wir wollen den Altwald aber zu Ende erkunden. Dann haben wir das Gebiet auch vollständig abgeschlossen, offiziell. Okay, hier oben ist nix. Das wird jetzt schwierig. Okay, so hat's geklappt. Ich habe einen Kokon gekriegt. Das ist bestimmt ein Entwicklungs-Item. Auslöser, da sind sie. Um ein bestimmtes Monster weiterzuentwickeln. Damit kann ich bestimmt die Raupe weiterentwickeln. Ist jetzt so eine Vermutung von mir. Die würde dann wahrscheinlich zu dieser komischen Motte werden. Ich muss von da oben zwischenfallen. Ich komme sonst nicht dahin. So, jetzt bin ich hier. Tut mir ein bisschen leid um Sherpa. Er ist gerade dazugekommen und wird direkt wahrscheinlich wieder weggegeben. Oh Gott. Was ist denn das für eine Hölle? Okay, Sven, ich brauche dich da unten gleich. Das Timing wird schwer. Wer hat sich diese Hölle ausgedacht? Und so kommt man dann hier in den Festungsdungeon rein. Okay. Kristallsplitter, ab zur Festung. Und direkt einmal zum Baum. Kokon. Ich wette darum. Ja, kann ich ihn zur Magma-Motte machen. Jetzt ist die Frage, bringt mir die Magma-Motte was oder ist die absolut sinnfrei? Die Magma-Motte scheint stärker zu sein. Ist auch der Skill besser jetzt? Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Also der andere Palbanter, die Goblins, die gebe ich eh alle weg. Ist jetzt auch nicht besser. Also ich glaube, ich kann die Motte eher gebrauchen. Dann muss ich die auch leveln. Und ihr seht, dass ich sehr viel bisher schon abgegeben habe. Natürlich kriegen die jetzt das eine Droiden-Ei. Auf jeden Fall, Pal, dir bringe ich jetzt erstmal die Skills alle bei. Dann hast du zur Abwechslung nochmal welche. Nein, das war jetzt kein Diss. Nein. Heilende Welle, er kann dann jetzt auch heilen. Ja, ihm müsste ich auf jeden Fall offscreen einmal leveln, damit er praktisch ist. Zeno bleibt einfach im Inventar, weil ich diese so nah gebrauchen kann. So, was würde ich denn jetzt noch machen? Wir wollen den einen Typen gleich im Dungeon besuchen. Aber erst die Krone, die will ich unbedingt mal aufbessern.
Generell diese Mega Oxus Wars. Die haben ja gesagt, hier unten im Festungsdungeon ist er eingekerkert. Ja, hier haben sie ihn eingekerkert. Diesen Übeltäter herzubringen, war eine gute Arbeit, Hütersucher. Julia hat mir alles darüber erzählt. Scheint, als würdest du deine Familie stolz machen, Spektralhüter. Julia hat mir auch von dem Problem mit dem Goblin-König berichtet. Du hast dich um ihn gekümmert, richtig? Ja, sehr gut, Hütersucher. Der Altwald sollte jetzt ein sicherer Ort sein. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Erik, Hüter-Dragoner unseres Ordens. Ich bin zur Festung gekommen, als mich Gerüchte erreichten, es seien Alchemisten gesichtet worden. Oh ja, ich weiß, dass diese maskierten Personen zum uralten Orden der Alchemisten gehören. Leider weiß ich nicht viel über sie, nur dass sie einst zur Zuflucht kamen und für Ärger sorgten. Ich fürchte, niemand in der Zuflucht weiß mehr über sie. Deswegen bin ich hergekommen. Ich will diesen Alchemisten befragen. Bisher habe ich lediglich von ihm erfahren, dass die Alchemisten der Grund für die vielen Champion-Monster sind. Die Alchemisten haben das Rezept für ein Elixier perfektioniert, das normale Monster in Champion-Monster verwandeln kann. Der Alchemist war im Altwald, um Zutaten für das Elixier zu sammeln. Abgesehen davon hat es den Anschein, dass wir erst mal im Dunkeln tappen. Du hast tief im Innern des Festungsdungeons eine Bibliothek entdeckt? Und Hüternoviz Will hat ein Buch mit weiteren Informationen über die Alchemisten gefunden? Erzähl mir davon. Interessant. Ich muss dich für deine wunderbare Leistung loben. Du bist ziemlich außergewöhnlich, nicht wahr? Auch von einem Spektralhüter habe ich nichts anderes erwartet. Jetzt sollten wir herausfinden, was dieser Alchemist über den Anführer der Alchemisten Marduk weiß. Marduk? Woher weißt du von ihm? Anscheinend hat Will genau die richtige Information entdeckt. Sag uns, Alchemist, wo ist dein Anführer Marduk? Versteckt er sich irgendwo in der Zuflucht? Denk dran, wenn du uns die Informationen lieferst, die wir brauchen, könnten wir beschließen, dich zu verschonen und freizulassen. Natürlich erst, nachdem wir uns um die anderen Alchemisten gekümmert haben. Wenn dem so ist, werde ich reden, was ich verraten kann. Wird euch ohnehin nicht viel nützen. Wir dienen in der Tat, Marduk, den einzig wahren, der schon seit über 300 Jahren aus dem Verborgenen unseren Orden führt. Er versteckt sich an einem kein geringeren Ort als im verlassenen Turm. Das ist unmöglich. Der verlassene Turm ist seit Jahrhunderten verschlossen. Aber es ist wahr. Er übermittelt uns seine Befehle auf magische Art und er kann den Turm verlassen, wann er will. Wenn er will. Allerdings stellt der Turm ein ziemlich nützliches Bollwerk für ihn dar. Das ist seltsam. Ich weiß nicht, ob wir ihm glauben können. Aber im Moment haben wir keine andere Wahl. Falls du es nicht weißt, Shining, der verlassene Turm ist verschlossen und kann nur durch alle vier Spektralhüter zusammen geöffnet werden. Außerdem befindet sich der Eingang jenseits der vergessenen Werkstatt, in der einige der gefährlichsten Monster lauern. Und zusätzlich wird der Schlüssel der Macht benötigt, um die Tür zum verschlossenen Turm zu öffnen. Der Schlüssel der Macht wurde vor über 400 Jahren von einem Hütermeister versteckt. Niemand weiß, wo er sich befindet. Er könnte quasi überall in der Zuflucht sein. Die Alchemisten haben einen Weg gefunden, die magische Barriere der Zuflucht zu durchbrechen. Ihr Anführer könnte unsterblich sein. Denen ist alles zuzutrauen. Vielleicht versteckt sich Marduk tatsächlich im verlassenen Turm. Nach dem Schlüssel der Macht zu suchen, um mit ihm zum Eingang zum verlassenen Turm zu erhalten, könnte im Moment unsere beste Option sein. Außerdem könntest du weitere Hinweise über die Alchemisten und ihren Anführer finden, während du nach dem Schlüssel suchst. Trotzdem werde ich hier bleiben und weiterhin den Alchemisten bewachen. Wer weiß, wie viele Alchemisten es in der Zuflucht gibt. Sie könnten jeden Moment auftauchen, um ihn zu befreien. Ich wünsche dir gutes Gelingen. Mögest du in der Zuflucht finden, was du suchst. Okay, das war aufschlussreich. Wir haben ja jetzt da unten rechts noch ein Gebiet. Und hier links noch eins. Ne, wir haben hier sogar zwei. Ich würde sagen, wir machen als nächstes hier hinten das Eisgebiet. Und danach machen wir die Wüste und das Flammengebiet. Aber zuerst die Eistundra.
Das machen wir aber wirklich beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.